Hallo, ich bin Martin von SongwriterOnline.com. Logic hat ein neues Update rausgebracht, Logic 10.4.5. Was es für Neuerungen gibt und welche Verbesserungen du zu erwarten hast, das zeige ich dir gleich in diesem Video. Fangen wir gleich an mit Neuerung Nummer 1 und das ist, dass du jetzt pro Projekt bis zu 1000 MIDI-Spuren und 1000 Audiospuren benutzen kannst. Ich mache das gerade mal. Ich lege mir hier jetzt einfach mal 1000 MIDI-Spuren an. Wir schauen mal, wie lange er braucht. Okay, das hat eine ganze Weile gedauert, so lange, dass ich ein bisschen vorspulen musste. Aber du siehst jetzt hier, wir haben 1000 MIDI-Spuren angelegt und ich könnte jetzt noch 1000 Audiospuren mit dazu packen. Was auch sehr nützlich ist, ist, dass während ich hier durchscrolle, dass er mir hier in der Mitte dann die Spuren anzeigt, auf denen ich mich gerade befinde. Und wenn ich so rum durchscrolle, zeigt er mir den Takt an, an dem ich gerade bin. Ganz nützliche Funktion. Ist geeignet für Riesenprojekte. Für uns beim Mixing, Home Recording-Bereich ist das eher ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, für Leute in der Filmproduktion kann es auf jeden Fall nützlich sein. Das wäre die erste Neuerung. Du kannst in Logic jetzt riesige Projekte anlegen. Bei Update Nummer 2 geht es mit dem Größenwahn sozusagen gleich weiter. Du kannst jetzt pro Channel Strip bis zu 12 Cents anlegen. Das ist auch ziemlich heftig. Und wird beim Mixing jetzt eher nicht so gebraucht, aber auch hier ist das für Filmproduzenten und Sounddesigner sicher eine nützliche Funktion. Also du kannst bis zu 12 Cents pro Kanal anlegen. Also ziemlicher Wahnsinn, aber wer es braucht, warum nicht? Eine weitere sehr coole Funktion, die auch hier im Mixer zu finden ist, ist, dass du jetzt sehr schnell deine Auxiliary Channels finden kannst. Schauen wir uns zum Beispiel mal diese Spur hier an. Wenn ich jetzt schnell meinen Kanal finden will, meinen Auxiliary Channel, also diesen Bus 8, wo diese Spur drauf geht, dann halte ich einfach die Shift-Taste gedrückt, drücke hier auf das Rädchen und dann wird dieser Bus hier kurz gehighlightet, also kurz blinkt kurz dreimal auf, sodass ich schnell finden kann, wo dieser Bus ist. Ich mache es nochmal, dass du es schneller sehen kannst. Ich halte also wie gesagt die Shift-Taste gedrückt, drücke hier auf das Rädchen und wenn ich das mache, dann blinkt dieser Bus kurz auf, dem dieser Cent zugewiesen ist. Das ist nicht schlecht, um sich zu besser und schneller zu orientieren. Auch das dritte Update ist sehr hilfreich, wenn es um die Orientierung im Mixer geht und das ist die sogenannte Autoscroll-Funktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Bass 2 habe, ich bin auf dieser Spur hier und gehe jetzt im Arrangement Window hier oben auf meinen Drum Bass. Dann ist der hier ausgewählt, aber um jetzt zu diesem Drumbass im Mixer zu kommen, müsste ich hier rüber scrollen. Ich gehe nochmal hier zurück, gehe nochmal auf Bass 2. Wenn ich jetzt hier in Ansicht die automatisch zur Auswahl, also diese Autoscroll-Funktion einschalte, dann passiert Folgendes. Wenn ich jetzt hier oben im Arrangement Window wieder auf Drums gehe, dann scrollt er mir automatisch zu den Drums. Wenn ich hier auf meinen Whisper 2 gehe, auf diese Spur, dann siehst du, dass er auch hier im Mixer automatisch auf diese Spur scrollt und ich muss hier nicht manuell rumspulen in meinem Mixer, bis ich die entsprechende Spur, die ich oben im Arrangement-Fenster ausgesucht habe, hier im Mixer finde. Also eine geniale Funktion, finde ich richtig cool und erleichtert das Arbeiten ungemein und verschnellert deinen Workflow. Ebenfalls neu hinzugekommen ist der De-Esser 2, ein verbesserter De-Esser und alle Logic-User wissen, dass der Native De-Esser in Logic nicht besonders zuverlässig war und dass es eine relative Qual war, mit ihm zu arbeiten. Der De-Esser, der neue, hat ein recht aufgeräumtes Fenster und nicht nur das Interface ist neu gemacht worden, sondern es handelt sich um ein komplett neues Plugin, deren Funktion wir uns jetzt mal ganz kurz im Einzelnen anschauen. Hier über die Threshold bestimmst du, ab welcher Lautstärke der De-Esser eingreift. Dann hast du hier die Max Reduction. Das bestimmt die maximale Gain Reduction, die angewendet wird, wenn das Signal diesen Schwellenwert hier überschreitet. Über die Frequency, also die Frequenz, stellst du ein, welche Frequenz bearbeitet wird. Dann hast du hier unten noch bestimmte Filter. Du hast einmal einen Bandfilter, damit kannst du etwas chirurgischer vorgehen und die Frequenz genauer eingrenzen oder eine sehr spitze Filterkurve wählen, um deine S-Laute zu bearbeiten. Und du hast einen High-Shelf-Filter, der die Frequenzen ab einer bestimmten Frequenz hier absenkt. Dann haben wir hier noch die Range, die unterteilt sich in Split und Wide. Bei Split wird ein kleinerer Bereich um den ausgewählten Frequenzbereich abgesenkt und bei Wide ist die Filtergüte einfach weiter
und du senkst mehr um den Bereich der ausgewählten Frequenz ab. Wir probieren das jetzt gerade mal ganz zügig an dieser Spur hier einzustellen. Ich schalte mal die Lead Vocal Solo und dann probiere ich das mal hier. Ich starte mal von einem Preset und zwar nehmen wir mal Female Vocal Split Band und von da aus versuche ich dann mal loszustarten. I'll just write this song and let you sing along. I'll just write this song and let you sing along. I'll just write this song and let you sing along. I'll just write this song and let you sing along. I'll just write this song and let you sing along. Okay, probieren wir mal Deesser aus und dann Deesser an. I'll just write this song and let you sing along. I'll just write this song and let you sing along. Naja, so ganz hundertprozentig überzeugt mich auch dieser Deesser nicht, aber ich finde ihn auf jeden Fall wesentlich, ach, das habe ich vergessen, die Filter-Solo-Funktion zu zeigen. Du kannst hier noch genauer bestimmen oder solo schalten, welche Frequenz genau bearbeitet wird. Okay, habe ich hier schon richtig. Also hier hörst du dann nur die, oder kannst du die Frequenz solo schalten, die bearbeitet wird. Aber wie gesagt, auch diese Deesser überzeugt mich jetzt noch nicht hundertprozentig. Ich habe noch nicht viel rumprobiert damit, aber er ist wesentlich besser, wesentlich übersichtlicher und liefert auf jeden Fall schon mal bessere Ergebnisse ab als der alte Deesser. Auch neu hinzugekommen ist ein neuer Expander, der ein wesentlich übersichtlicheres Interface hat. Den erkläre ich jetzt hier aber nicht genauer, da mache ich dann nochmal ein separates Video-Tutorial dazu. Auch in der Loop-Sektion gibt es Neues zu vermelden. So kannst du jetzt zum Beispiel die Loops viel einfacher sortieren, indem du hier auf diesen kleinen Button klickst. Du kannst dir alle Loops anzeigen lassen. Oder zum Beispiel nur die Audio-Loops oder nur die MIDI-Loops. Das finde ich persönlich jetzt eine richtig coole Funktion. Und was du auch noch machen kannst, ist, du kannst dir jetzt mehrere verschiedene Loops gleichzeitig in das Arrangement-Window ziehen. Das ging vorher noch nicht und das finde ich auch eine sehr nützliche Funktion, um schnell und zügig mit Loops zu arbeiten. Ich gehe einfach auf neue Spuren erzeugen und zack, habe ich alle meine Loops da. Also sehr coole Funktionen, sehr coole Neuerungen auch hier in der Loop-Sektion. Das nächste Update eignet sich hauptsächlich für die Arbeit mit Templates, also Projektvorlagen, und ist hervorragend dazu geeignet, um Arbeitsspeicher oder CPU-Speicher zu sparen. Was du jetzt hier siehst, ist, dass ich hier ein Projekt habe und du siehst, dass hier die Plugins hier, die Audio-Plugins, inaktiv sind. Das hängt damit zusammen, dass Logic jetzt nur die Plugins lädt, die für die Wiedergabe, für die Projektwiedergabe wirklich nötig sind. Wenn ich jetzt auf eine Spur klicke, zum Beispiel hier, dann macht er mir diese Spuren aktiv. Oder wenn ich eine Audiospur hier drauflade, zum Beispiel nehmen wir mal die hier, Moment, hier eine Audiospur, und ich ziehe die hier drauf, dann aktiviert er mir diese Plugins. Er lädt also nur die Plugins, die wirklich nötig sind und die er zur Projektwiedergabe braucht, und alle anderen deaktiviert er, und das spart dir unglaublich viel Arbeitsspeicher. Das kannst du einstellen, indem du hier auf Ablage gehst und dann Projekteinstellungen auf Allgemein. Und dann hast du hier das Fenster bei Projekt öffnen, nur Plugins laden, die für die Projektwiedergabe benötigt werden. Ich freue mich da schon drauf. Ich habe es bisher noch nicht verwendet, weil ich es mir heute erst runtergeladen habe, das Update. Aber du sparst Arbeitsspeicher und kannst dann hoffentlich wesentlich schneller in deinem Projekt arbeiten, weil alle nicht benötigten Plugins deaktiviert sind. Damit sind wir auch schon beim letzten Update, das ich dir zeigen möchte, und das betrifft die Shortcuts. Wenn ich also jetzt hier auf Tastaturkurzbefehle bearbeiten gehe, dann siehst du hier im Fenster, dass es einen neuen Button gibt und der heißt gedrückt. Wenn ich den jetzt drücke, ermöglicht das mir relativ schnell Tastaturkurzbefehle ausfindig zu machen oder was ich dafür eingegeben habe. Ich drücke jetzt einfach mal einen Tastaturkurzbefehl von mir und dann scrollt er dahin, hoppla. Und jetzt siehst du hier, dass ich diesen Tastaturkurzbefehl für Regionen außerhalb der Locator-Punkte oder Markierauswahl abschneiden hier angelegt habe. Ich kann auch mal schauen, wenn ich jetzt auf X drücke, du musst die Taste dann gehalten haben, ist das Mixer einblenden, ausblenden bei mir. Wenn ich B drücke, ist das bei mir Region auf Speichermedium, Bouncen und so weiter.
Das ist also auch eine sehr nützliche Funktion, um rauszufinden, welche Key-Commands zum Beispiel noch frei sind oder welche du dir angelegt hast, falls du es vergessen hast. Was hältst du von den neuen Logic-Updates? Schreib es mir unten in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Wenn du dich für Logic allgemein interessierst oder mit Logic arbeitest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic-Tipps. Die findest du in dieser Playliste, die ich unten eingeblendet habe. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!